Hallo zusammen, hier ist wieder Nanako mit einer neuen Schlummerreise. Dieses Mal ist es wieder eine Community-Insel. Es ist von unserer Facebook-Gruppe. Die hat mich angesprochen und möchte halt auch gerne einmal mit in ein Video. Und ja, natürlich zeige ich natürlich ihre Insel. Also ich kann schon mal vorab sagen, hier auf dieser Insel sind wirklich 7 Häuser. Deswegen laufe ich schon glatt in das erste Haus rein, was die Schule ist, mit einem richtig genialen Klassenzimmer. Also die ist wirklich richtig mega. Also so eine kleine, ja, ich würde sagen, so eine kleine Dorfschule irgendwie. Richtig gemütlich. Und dann hinten haben wir natürlich noch mal so einen Toilettenraum. Der auch richtig, richtig super ist. Also ich werde so ein bisschen durch die Häuser leider durchhuschen müssen, weil es halt so viele sind. Vielleicht schaffe ich auch nicht alle. Mal schauen. Es ist natürlich wirklich schwierig mit so vielen Häusern auf einer Insel. Hier haben wir dann nochmal ja, so eine Cafeteria, so ein Pausenraum mit halt mit den Berlinern, mit den ganz kleinen niedlichen Dekosachen, die wir zu Weihnachten bekommen haben oder zur Weihnachtszeit. Mit so kleinen Leckereien, also richtig schöne Szene gesetzt. Nee, hinten war ich schon. oh Mann, ich bin im ersten Haus und verlaufe mich schon wieder. Ach, ja, typisch ich. So, hier haben wir das Musikzimmer. Es wirkt so ein bisschen gehobener, wegen, ja, wegen dem Flügel, wegen der richtig genialen Harfe und der Tapete. Aber warum nicht? Warum nicht? Es ist wirklich hübsch, aber ich hätte es vielleicht ein klein bisschen anders gestaltet. Aber jedem seins, also. So, hier haben wir dann natürlich noch die Sporthalle. So richtig schön der Kletterwand, bisschen Sportgeräten, paar Bällen. Ja, schlicht und einfach, aber was soll man wirklich bei einer Sporthalle machen? So, das war es dann schon mit der Schule. Dann arbeiten wir uns jetzt zum nächsten Haus rüber. Es sind am Anfang natürlich leider ein bisschen viele Häuser, deswegen werdet ihr es ein bisschen später von der Insel was sehen. Aber die Häuser sind wirklich richtig genial hier. Ich bin wirklich am Überlegen, ob... jetzt gehen wir ab in die Ambulanz. Ob die Insel jetzt das Gute oder die Häuser wirklich besser als die Insel sind. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was euch besser an dieser Insel gefallen hat. Hier haben wir jetzt in der Ambulanz den Wartebereich. Nee, was euch halt ja, so wirklich an dieser Insel gefallen hat. Das würde natürlich die Inselerbauerin auch tierisch freuen. Dass ihr so ein bisschen Feedback von euch bekommt, was euch an ihrer Insel wirklich gefallen hat oder was sie vielleicht ändern sollte oder besser machen könnte. Das freut natürlich auch einen, so ein bisschen Feedback zu bekommen. So, das fand ich ein bisschen merkwürdig. In der Ambulanz ein Nagelstudio. Aber es ist wirklich mega. Es ist mega schön. Ziemlich voll, aber einfach super. Super in diesem rosa-weiß. Also es ist wirklich ein Traum. So. Dann
Dann haben wir jetzt, ich glaube, das, ja genau, das Behandlungszimmer. Das ist auch richtig gut geworden, also. So, auf den ersten Blick sieht es so ein bisschen nach den Creepy-Inseln aus. Aber es ist nicht creepy. Es ist wirklich nur ein normales Behandlungszimmer. Hier ist nichts Böses, nichts Schlimmes dran. Nein, auch kein Blut. Aber man denkt sofort erstmal so, ah, man ist wieder in so einem merkwürdigen Behandlungsraum gelandet. Aber ist man nicht. Ah, okay, das hatte ich jetzt gerade ganz vergessen. Oben ist leider noch nichts. Da könnte man vielleicht, vielleicht so, ja, so Zimmer wären vielleicht nicht schlecht. So, wenn irgendjemand über Nacht bleiben muss. Das wäre vielleicht so eine passende Idee. So ein paar kleine Räume mit Raumtrennern irgendwie gestalten. Dass man da so kleine Betten hat und ja, dass man da über Nacht bleiben kann. So, na, da wollte ich eben noch hin. Hier haben wir nochmal den Shop. Der ist wirklich genial. Also, da ist wirklich ja, ein richtig süßer kleiner Supermarkt drin, ne? Mit halt so kleinen Kassen, mit den ganzen Regalen, wo irgendwelche Leckereien drin sind. Mit den kleinen Automaten im Hintergrund. Also wirklich richtig super. Mal sagen, das soll so eine Art, ja, so ein Pausenbereich sein. Vermute ich mal. So, da kommen wir nicht rein, also gehen wir ab nach oben. Ich würde mal sagen, das ist so ein, ja, so ein Lesebereich, wo man lesen und Bücher kaufen kann wahrscheinlich auch. Ist ja richtig, richtig cool gestaltet. Ich muss leider ein bisschen durchhuschen. Also, ihr findet natürlich den Schlummercode natürlich wieder unten in der Beschreibung. Also, wenn euch irgendwas zu schnell geht. Schaut euch doch gern die Insel einfach selbst in Ruhe an, weil sonst würde es einfach, ja, das Video einfach sprengen, wenn ich zu lange irgendwo bleibe. Das ist irgendwie so ein, ja, so ein Spielzeugbereich mit den ganzen Kuscheltieren und mit den Sachen, die es halt zu Weihnachten gab. Das ganze Spielzeug, also richtig niedlich. So, dann arbeiten wir uns mal zu dem nächsten Haus. Okay. Jetzt wird die Batterie von meinem Controller langsam leer. Ups. Ich hoffe mal, er schafft es noch. So, ich würde mal sagen, das ist so ein richtig cooles Diner. So richtig schön kitschig rosa-weiß. Voll genial. Also Insula Bauren hat wirklich ein Händchen für die Häuser. Ja, und natürlich zu einem Diner gehört die passende Küche. Also halt so eine leichte Industrieküche. Was man halt so alles braucht, um den ganzen Kuchen herzustellen. So. Dann schauen wir hier noch mal. Da haben wir wieder so ein, ja, so ein Toilettenbereich. Auch ganz nett.
Ja, okay, es geht noch nach oben. Irgendwie sieht man gerade wegen diesen Schummerregen so die Treppen so ein bisschen schlecht. So, dann haben wir nochmal den oberen Bereich vom Diner. Nochmal ein bisschen mehr Sitzgelegenheiten. Richtig cool mit, ja, mit der Kombination aus Türkis und Rosa. Das ist wirklich richtig cool. So. Dann haben wir noch den unteren Raum. Da haben wir noch so eine kleine Spielhölle. Die ganzen Spielautomaten. Ein paar Automaten für Snacks. Also richtig cool. So, das war das nächste Haus. Ich habe euch vorgewarnt. Es sind einige Häuser hier. So. Na, lass mich mal eben hier durch. So. Okay, da waren wir, da waren wir. Ja, wir können uns endlich weiter die Insel anschauen. Also, hier war natürlich so eine kleine Gärtnerei. Ganz niedlich wieder. Dieser Boden, der zieht sich über die ganze Insel. Bisschen dominanter in manchen Bereichen. In anderen Bereichen halt ein bisschen dezenter, damit dass das halt so ein bisschen überwuchert wirkt. Passt sehr gut, dass halt überall derselbe Boden verwendet wird. Also ich fand es sehr angenehm. So, wir haben jetzt ein bisschen die Bewohnerhäuser. Mit ja, so kleinen Gärten passend dazu. Und was ich halt auch schön fand hier, diese, ja, diese kleinen Treppenstufen. Das hat alles nicht so eben wirkt. Das finde ich auch richtig super. Überall kleine Sitzgelegenheiten wieder, ein bisschen Schnickschnack. So wie es halt einfach sein muss. Gehen wir auch schon rein aus Strand mit, ja, mit der typischen Piratendeko. Und hier da ist so ein kleinen niedlichen Teich. Und auch wieder ein bisschen die Kürbisse und ja, alles Mögliche, alles querbeet. Aber richtig, richtig gemütlich einfach. Natürlich klar, dass hier einige Bewohner rumrennen, also nicht tierische, sondern menschliche, wegen den ganzen Häusern. Und ja, wir sind beim nächsten Haus angekommen. Ja. Okay, schauen wir uns das an. Weil das hier ist auch wirklich ein richtig hübsches. Also ein bisschen gehobener. Mit den ganzen Sternzeichen-Items und mit den ganzen Gemälden. Also, richtig schön. Und dann haben wir hier noch so einen klassischen, ja, so ein Wohnzimmer. Klavier und alles. So ein bisschen, ja, ein bisschen... Nennen wir es so ein klein bisschen altmodisch. Wirkt so, also wie von früher eigentlich. So ein bisschen gehobeneres Haus. So, dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer. Bisschen rustikaler. Aber halt auch niedlich mit diesen Teppichen. Und ein super Highlight, das Hello Kitty Zimmer.
Irgendwie habe ich mich eindeutig passend für dieses Zimmer angezogen. Okay. Ist das genial. Als wäre das mein Zimmer gerade. Voll süß. Aber ich liebe auch die neuen Hello Kitty Items. Das war nicht so geplant. Ich habe mich spontan so angezogen. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen landhausartige Küche, Esseckenbereich. Richtig schön, richtig gemütlich. Bisschen leicht in grün gehalten. Also sehr schön. So, da haben wir noch Badezimmer. Ich glaube ein Badezimmer. So ein bisschen irritiert die Tapete, dem Gewitter. Aber sonst ist es sehr schön. Aber ich glaube, die Tapete ist ein bisschen too much. Aber sie ist trotzdem genial. Ist immer schwer. Dieses, ja, man möchte es verwenden und ob es passt, das ist immer so ein Zwiespalt. So, hier haben wir noch so einen kleinen Stall. Oder so eine kleine Scheune. Ein bisschen Felder. Jetzt laufen wir mal ein bisschen am Strand lang. Und hier kleine niedlichen Muscheln, klein bisschen Sternchen. Ist so ein bisschen, ja, ein bisschen schlichter gehalten. Ja, die Pinguine, die man manchmal sieht, sind auch hier vertreten. Einmal ein bisschen Strand lang. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Felder. Passende Schaufel dazu mit einer Vogelscheuche. Pilzdeko. Hier diesmal alles so schön in Gelb gehalten. Ist halt auch farblich so ein bisschen alles abgestimmt. Jetzt hänge ich ein bisschen fest. So. Kürze ich mal ein bisschen ab. Dann haben wir hier natürlich noch die Schneiderei. Die Inselbauerin turnt hier auch schon wieder rum. Nochmal den Nugladen. Mal schauen, wo ich jetzt langkomme. Dachte, ich komme da rüber. Aber irgendwie nicht so. Wenn ihr euch die Insel selbst anschaut, könnt ihr mir ja verraten, wie man da hinkommt. So, ich laufe dann noch mal ein bisschen weiter über die Insel. Noch ein bisschen was entdecken. Ich liebe ja so Sprungsteine. Ich muss da mal drüber hopsen. Die ganzen Blumen noch ein bisschen, die Bienenstöcke da hinten. Na, kann ich da nicht rüberspringen? Ach, da steht der Pinguin drauf. Springen wir wieder ein bisschen zurück. So. Das finde ich auch ganz niedlich hier mit dem Gleis. In so einen Tunnel gestaltet ist. Ist auch wirklich cool. Hier so kleine Sitzgelegenheiten wieder. Da sind schon wieder die Häuser.
kleiner Mahlbereich. Die kleinen Schildkröten. Ah, cool, ich bin jetzt doch da. Okay, ich hab's geschafft. Sehr schön. Okay. Ich glaube, ich mache dann hier mal Schluss für heute. Also, den Schlummercode findet ihr natürlich wieder unten in der Beschreibung. Und die Inselbauerin würde sich natürlich tierisch freuen, weil ihr selbst mal vorbeischaut. Ja, und ich kann nur wieder sagen, ich hoffe, es hat euch die Reise über diese Insel gefallen und dass ihr bei einer weiteren wieder mit dabei seid. Und lasst mir doch gern ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Das würde mich tierisch freuen. Und dann kann ich nur wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Nanako.